Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkey. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 27.05.2021. Unser DAX hat sich zum Mittwoch ja, ein bisschen auf die faule Haut gelegt. Also, da merkt man ein leichtes Sommerloch. Muss aber dazu sagen, dass man auch in den letzten Jahren dieses sogenannte Sommerloch eher gar nicht mehr so deutlich gemerkt hat. Das ist eher mehr ein Trend, finde ich, der weggegangen ist oder der nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Das fängt immer mal so Anfang Sommer so ein bisschen an. Ne? Meist ist ja noch gar kein Sommer im Mai, Juni rein, aber wenn man sich so die Bewegung und auch die Handelstage dann mal anguckt, die normalerweise so in den letzten Jahren immer dann im Mitte Juni auf dem Verfall hin dann. Auf den großen Juni-Verfall hin, dann Juli, August, was da immer so an Bewegung war. Es ist schon so ein Punkt, wo man sagen sollte, naja, man sollte sich vielleicht nicht ganz vom Markt abkoppeln, auch wenn man natürlich so eine ruhigen Tage durchaus ein bisschen erstmal zur Seite legen kann. Es empfiehlt sich zum Beispiel vielleicht einen Kursalarm auf einen VDAX zu legen, ne, dass man sagt, okay, unter einer bestimmten VDAX-Schwelle ist es mir zu ruhig, ist es mir zu träge, brauche ich jetzt erstmal nicht jeden Tag drauf gucken oder nicht jede Stunde drauf gucken, aber sobald er wieder drüber floppt, würde ich dann quasi mitkriegen, wenn mehr Bewegung ist, ne, der VDAX. Der ist ja oder rechnet sich letztendlich aus der erwarteten Volatilität des Marktes. Ne? Manche verstehen das immer ein bisschen falsch. Die denken immer, wenn das eine steigt, muss der Markt fallen. Das ist so fachlich nicht ganz richtig. Ne? Es ist häufig zu beobachten, aber es ist fachlich nicht ganz richtig, weil natürlich der Markt durch das Fallen selbst seine Distanz zum, ich sag mal, Optionsmittelpunkt verändert und dadurch natürlich sich das Gewicht aus den im und aus dem Geld liegenden Optionen verändert und dadurch verändert sich auch der VDAX. Ja? Und das ist etwas, was viele nicht wissen, was viele nicht beachten. Aber es ist ein gutes Instrument, um hier einfach ein bisschen vielleicht sich eine Art Schlummermodus, ja, per Alarm irgendwo zu triggern, dass man sagen kann, okay, solange der DAX jetzt auf aktuellem VDAX-Niveau schläft, braucht man sich den da nicht angucken. Ich fand, der ließ sich aber trotzdem ganz gut greifen. Wir haben gestern ja gesagt, es wird ähnlich wie am Vortag, ne, dass man schon früh sehen wird, treibt er hoch, treibt er runter, dass er das dann vermutlich auch eine ganze Weile durchzieht. Wir hatten gesagt, ich will ihn eigentlich nicht über 5,30 sehen. Eine 5,30 wäre für mich zu positiv. Muss allerdings sagen, also wir haben es ja auch früh, für diejenigen, die von uns die Updates bekommen, eigentlich von früh von an, ich weiß gar nicht, wann haben wir das erste Mail geschrieben, 8:10 Uhr. Von da an eigentlich konstant gesagt, naja, Vorsicht halt. Also nur Aufwärtsgap alleine bringt nichts, weil die Aufwärtsgaps werden immer wieder abverkauft, dann muss grüne Kerzen drüber stellen, die neue Hochs bilden und so weiter. Das hat er nicht getan und haben gesagt, dann geht er wahrscheinlich erst Runde auf die 4,85 und dort angekommen haben wir gesagt, na, geht bestimmt auch noch tiefer und macht die 4,30 noch zu. Und dann war er bei 4,30, haben wir gesagt, naja, sieht eigentlich noch zu ruhig aus, macht vielleicht noch 4,10 und dann erstmal wieder 4,65 zurück und das hat er genau getan. Also ich fand den recht klar in der Sprache, wie er sich lesen lassen hat, auch wenn natürlich nicht viel Bewegung da ist, aber ein paar Punkte wird man sich da schon schneiden haben können. Unsere Lisa hat sich da auch ein bisschen was rausgebissen. Aber ja, wenn wir nochmal zurück sind, was haben wir hier in der Analyse eigentlich für eine Erwartungshaltung gehabt, dann war das schon, wenn er unten rausarbeitet, auch insbesondere unter 400, naja, das war so Schlagwort, unter 430, unter 400, dass er dann eben auch hier Richtung 2,70, 3,35 gehen kann. Danach sah es jetzt nicht aus. Ne? Dafür war es ruhig. Und da hier vom Hoch kam und dann hier eigentlich Tempo rausgenommen hat, finde ich persönlich, dass es sich da ein bisschen verbaut hat und wahrscheinlich eher zum Donnerstag oben treiben kann und oben Beachtung finden sollte halt. Ne? Also das würde mich nicht wundern, wenn der hier auch drüber geht halt. Ne? Also wenn er vielleicht in so eine 5 zu 5,50 reinmacht, 5 zu 5,10, wenn er da nochmal ransticht, einfach auch über dieses Mittwochshoch nochmal drüber halt. Ne? Das würde mich nicht wundern. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn er von dort wieder verkauft, weil er macht dann nichts anderes die ganze Zeit. Und das könnte dann auch deutlich bis 400 runtergehen. Das heißt, ich würde in dem Bereich hier oben, würde ich nicht ganz hier 5,50, aber so im Bereich, ja, 5,50, 5,10 würde ich wirklich gucken, wenn da rote Stundenkerzen kommen und er dreht sich weg, dann würde ich den, glaube ich, shorten. Ich glaube, shorten die untere Richtung hier, Zwischenstation hier so im Bereich, was ist denn das hier, 4,65 rum,
Ja, das wäre so ein kleines Zwischenziel. Dann weiter in die 400 rein. Das wäre für mich attraktive Short-Chance. Attraktive Long-Chance wäre für mich, wenn er jetzt unter diesem Tief hier, was er zum Mittwoch gesetzt hat, einmal ganz kurz drunter tippt. Ja, vielleicht hier aufs Bollinger Band aufsetzt und sich dann nach oben eine schöne grüne Kerze baut. Und dann, auch wenn die grüne Kerze vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener ist und der ein oder andere sich vielleicht sagt, na, da gehe ich jetzt nicht mehr rein, sind das trotzdem dann mit die besten Einstiegschancen, gerade eben in Donnerstag für unseren DAX, wenn so ein neues Tief nicht mehr verkauft wird. Das ist so wie für die Käufer so ein, ja, ich weiß nicht. Es ist so, es ist für einen Verkäufer wie als kommt der Käufer in den Markt und sagt, oh, ich will das unbedingt haben. Bitte machen Sie mir doch ein günstigeres Angebot. Ich will das unbedingt haben. Dann sagt der Markt, tut mir leid, das ist das letzte Stück. Das können wir Ihnen nicht preiswert machen. Wir haben so viele Nachfragen, so viel, und zack, wusch, muss es für den Preis kaufen oder er kriegt es nicht mehr. Und das ist dann hier so ein Punkt halt, ne? Wenn das neue Tief nicht verkauft wird, dann wird es offensichtlich halt, ne? Wie die Verkäufer und die Käufer drauf sind. Und wenn dann noch eine schöne fette grüne Stundenkerze, kann den das locker bis 15,55 hochdrücken. Ja, und von daher wäre das für mich attraktive Long-Chance. Das wäre für mich attraktive Short-Chance, wenn hier oben rote Kerzen sich reindrehen. Hier dazwischen, wüsste ich nicht, ob ich da was mache. Wahrscheinlich eher nicht. Also müsste man gucken, wie sich der Tag entwickelt. So hätte ich jetzt keine Idee, was da irgendwie sinnvoll nutzbar wäre. Man könnte jetzt schon sagen, über 460 hätte leicht einen Vorteil auf der Oberseite für Long-Positionen, aber das ist halt im Geschiebe drin. Ich glaube, ich würde es mir klemmen. Ja. Und ansonsten hier unten natürlich 485, 385, 400, kommt da keine grüne Stundenkerze. Macht er nicht neues Tief und grüne Stundenkerze hoch, sondern macht er neues Tief und fette rote Stundenkerze, dann können das auch sogar da unten nochmal erhöhte Short-Wahrscheinlichkeiten sein halt, ne? Ich würde deswegen nicht jetzt hier Short gehen, ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass er eben hier diese grüne Stundenkerze nach oben zieht und dann nach oben wegballert, aber wenn er hier eine lange rote durchstellt, also ich glaube, dann bleibt er auch draußen. Dann übertreibt er ein bisschen, dann rennt er ein bisschen, dann läuft er ein bisschen und dann ist so eine 3,35, 2,70, vielleicht sogar noch so ein kleiner Bonus mehr, 2,35. Was ist denn das hier? 2,30. Das wird durchaus legitim. 3,20, 2,70, 3,35, 2, was haben wir gesagt? Muss ein bisschen aufpassen, dass ich durcheinander komme. 2,30. 2,70, 3,20, 3,35, ne, das ist ja auch so eine kleinere Zone auf Untergrund. Das sind interessante Bereiche. Ja, das wäre für mich aber erst, ich sag mal, so Stundenschluss unter 400. Das könnte dafür reichen, aber man muss wirklich sehen, dass da nichts reinkommt. Man muss sehen, dass da keine Käufer reinkommen. Und wenn wir das sehen, dass da keine Käufer reinkommen, dann kann man den wegshorten. Wenn wir aber sehen, dass der direkt nach oben anspringt an den neuen Tiefs, ne, dann warten wir auf die grüne Stundenkerze und dann Feuer, dann gib ihm. Na, aber. Das wären so, also das wäre jetzt so, wie ich jetzt rangehen würde an den Donnerstag. Ich weiß, es ist ein bisschen weniger Volatilität. Der ein oder andere neigt dazu, dann zu sagen, ah, das lohnt sich nicht. Ja, wenn man jetzt aber dann trotzdem mal guckt, was an Punkten läuft, kann man sich schon was rausbeißen halt. Ne? Wenn man den Stopp ein bisschen enger zieht, kann man vielleicht auch ein bisschen mehr Positionsgröße reingeben. Ist ja dann gleiches Risiko, ne? Das heißt, wenn ich mein Stop-Loss ranziehe und die Positionsgröße dementsprechend angepasst etwas erhöhe, habe ich trotzdem das gleiche Risiko, bewegt sich aber trotzdem und bewegt sich, finde ich, auch sauber, läuft schön in den Marken auch, dann kann man sich trotzdem noch ein paar Punkte holen. Ne? Da sind viele jetzt zu verwöhnt von den letzten Wochen, da geht auch noch weniger, Freunde. Der DAX kann auch Tage, da macht er 30 Punkte hoch und dann war's das. Dann hat er eine Tagesspanne im Tageshoch bis Tagestief von 30 Punkten. Das gibt's. Ah, wer da jetzt hier schon, sag ich mal, die absolute Lust verliert, der muss, was Trading angeht, sich vielleicht auch ein bisschen anpassen halt, ne? Weil wir sind immer gezwungen, uns als Trader an den Markt anzupassen. Ob er steigt, ob er fällt, ob er eine Seitwärtsbewegung macht, ob er sich verscharrt, ob er einen schönen dynamischen Trend macht, ob er viel Bewegung macht, wenig Bewegung macht. Wir müssen uns als Trader immer anpassen. Wir müssen immer reagieren und uns eben dem fügen. Ne? Und von daher merke ich bei vielen, dass sie das zu
ich glaube, zu viele Chancen jetzt auch gerade liegen lassen halt, ne? Das ist so schön sauber. Und die Leute sagen alle, nee, 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 ich weiß nicht, ob es die Corona-Lockerungen sind, die die Leute jetzt wieder raustreiben. Aber man merkt es wirklich momentan, dass viele sich ein bisschen vom Markt abwenden halt einfach. Ne? Ich meine, das ist schön, weil dadurch läuft es sauberer und das sieht man auch. Ne? Die Marken, die greifen viel, viel, viel sauberer alle. Ne? Umso weniger privates Volk drin rumstochert. Aber ja, verkennt das nicht halt. Ne? Also da nicht irgendwie hier, weiß nicht, das zu flachsig nehmen und da das bisschen und hier mit Kanonen auf Spatzen schieben, passt euch an. Ja, das ist schon, da kann trotzdem Spaß machen, der Kerl halt. Hier muss ein bisschen auf ihn eingehen halt, ne? So, der eine oder andere hat schon gefragt, jetzt hat man es nochmal gehört. Weiß nicht, bahnt sich ein leichter Schnupfen an. Ich hoffe, kriege ich mit dem Kamillentee bis morgen hin wieder weg, sodass ich hier nicht ausfalle. Hat zumindest in den letzten, keine Ahnung, seit wann macht man die Videos? Ich glaube, in den letzten 4 Jahren. Hat man nicht einmal gehabt, dass ich krankheitsbedingt ausgefallen bin. Da habe ich selbst mit der Nierenstein-OP aus dem Krankenhaus auch die Analyse eingesprochen. Das waren noch verrückte Zeiten. Ich glaube, das würde ich jetzt so heute auch nicht machen. Aber wir gucken mal. Wird schon. mir geht's gut. Ich bin glücklich und zufrieden. Ein kleiner Schnupfen bahnt sich an. Aber kriegen wir weg. Und von daher alles gut. Wir hören uns morgen wieder. Wie gesagt, verkennt nicht, wie schön sauber der gerade läuft. Also das tut mir ein bisschen leid einfach, wenn die Leute, die stochern sich hier in so einem Geschiebe, wo ich wirklich da sitze und sage, Alter, was macht denn dieser Vogel hier für einen Müll? Da, wo ich Tage davor sitze und keinen Trade mache, weil ich mir sage, das ist technische absolute Gülle. Da sitzen sie alle drinne und riechen das große Geld, stochern und fummeln und denken, sie wären die großen Milliardäre mit Trading. Und sie hacken sich dann dort ihre ganzen Konten und haben zigtausend Trades drin an einem einzigen Tag. Und die Tage, wo es dann wirklich sauber ist, aber wo es nicht so aussieht, wie als kann man so die großen Gewinne machen, da sind die Leute dann zu zurückhaltend. Das ist sehr häufig zu beobachten, aber ich finde es immer ein bisschen schade einfach halt. Ne? Weil Trading ist es so halt nicht. Ne? Trading ist, ich warte, bis der Markt sauber ist, bis er schön das macht, was ich haben will. Ne, und agiere dann und dann, wenn der für mich unsauber wird, dann lasse ich ihn weg. Die meisten machen es genau andersrum halt. Ne? Aber gut, das kann ich nicht ändern. Wollte es bloß mal kommuniziert haben. Vielleicht ist es dem einen oder anderen so ja gar nicht bewusst und vielleicht hilft es auch als kleiner Denkanstoß, da ein bisschen die Chancen auch wahrzunehmen halt, ne, die da sind momentan. Und ich finde schon, der läuft sauber. Ja. Auch wenn man das von den Pfeilen wieder sieht, was wir hier zuletzt immer wieder gesetzt haben. Ich meine, klar, eine Überraschung bleibt nicht aus, aber das ist schon ganz sauber unterwegs, ja. Ne? Das sollte man auch nutzen. Gut, Freunde. Also, ich würde jetzt hier ausmachen. Wünsche euch viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö.